So, du darfst jetzt eine Anmoderation machen. Hallo Leute, willkommen zu Pikmin 3 Deluxe. Und um Pikmin 3 Deluxe zu spielen, muss man L und R drücken, damit man dieses Spiel spielen kann. Und ja, ich spiele es mit Josi. Ah, ich bin Josi. Ich habe den Twitch-Kanal gehackt. Über Temu, was auch immer. Keine Ahnung, mir fällt nichts Witziges ein. Deswegen, ja. Was sagst du dazu? Ich nutze nur Temu, jeden Tag. Immer Temu. Ja. Genau. Starte das Spiel, Marine. Du bist Spieler 1. Ich bin Spieler 1. Oh mein Gott. Haben wir noch den Spielstand? Ja, natürlich. Wie Gewinner. Perfekt. Zwei Spieler. Ja. Nein, ich will alleine spielen. Okay. So. Emtor Tag 5. Let's go. Ich hoffe, ich habe noch die Steuerung im Griff, aber ich Tag 5. Ja. Zum Glück geht's Ihnen gut, Brittany. Stimmt, wir hatten die Brücke gebaut, wenn ich mich recht erinnere. Ist ewig her, als wir das letzte Mal das hier gestreamt haben, da war, Dings. Da war Pikmin 4 nicht draußen und jetzt habe ich Pikmin 4 zweimal durchgespielt. Okay, cool. Stimmt, wir sollten dem Pikmin dankbar sein. Dankbar. Dankbar. Landen wir in der Eisöle der Verwirrung. Die Eisöle, ich habe gerade Eisöle gelesen, verstanden. Ja, die Eisöle gibt's hier auch. Oh lol, okay. Drauf den Button. Landen. Landening. Ich weiß auch nicht. Lass mich hin. Wo ist Charlie? Eben war er doch noch hier. Ah. Warte. Lag. Ich will noch kurz einen Post retweeten. Okay, jetzt bin ich drin. Yeah! Warte. B. Schmeißen. Okay, B ist Pfeiffer. A ist schmeißen. Okay, ich gönn mir ein paar Poogiemans. Hol dir halt so viel, dass ich keine mehr bekommen habe. Was? Am besten, dass du dir 50 nimmst, damit ich auch mir 50 nehmen kann. Aber du kannst dir auch 100 nehmen und ich stehe daneben. Ach so. Ja, aber du hast ja, es hat ja super viele drin, also es hat ja noch irgendwie so... Es können nur 100 gleichzeitig draußen sein, Marino. Ach so, oh, das stimmt, das ist ja so ein... Send die mal alle zurück. Der, okay, weißt du was, wir... Dann halt ZL gedrückt und hol welche raus. Okay, Z... Was ist ZR? ZL. ZL, Da kannst du dir so viele rausholen, dass du von allen gleich viele hast. Das ist so heftig. Moment, okay. Alter. Siehst ja, hol dir 51. Ja, ist okay. Mach drauf, okay. Also du kriegst wirklich auf, okay. Oh, das ist sehr großzügig von dir, Marino. So. So macht man es übrigens schnell. Ja, lass mich in Ruhe. Aber. So. Ich weiß doch, wo wir ungefähr lang müssen. Boah, ich hab so keine Erinnerung mehr an dieses Level, deswegen. Falscher Weg. Zu spät. Wir können doch die Frucht da hinten holen, wenn du es unbedingt willst. Ich möchte diese Frucht. Wisst ihr, das ist das erste Mal, dass ich jemanden nicht zum Pikmin-Spielen zwingen musste. Marino hat mich von sich aus gefragt, ob wir das weitermachen. Ruf deine Pikmin mal, die sind eitel. Okay. Was sollst du die rufen? Ah ja, da, tut mir leid. Kommt her, ihr Schwänze. Süße Pikmin. Ich höre Gegnergeräusche. So. Wahrscheinlich, weil da im Wasser welche sind. Nein, ich wollte nicht die Steinis. Dann kommen wir noch nicht hin. Objekt geborgen. Ach, du hast eine Frucht abtransportiert. Oh. Yes! Ui, Nachricht von der Drake. Ja. Analyse wird durchgeführt. Ultramotivierbeere.
Ultramotivierbeere, was soll die? Mit denen kann man Ultramotivierspray machen, wenn du 10 davon sammelst. Oh lol. Josh ist und bleibt rechts, true. Wer hat das gesagt? Bela. Klassiker. Wir gehen da zurück, alles klar. Wir müssen wohl hier zurückgehen. Alter, wie kann man schon wieder Autofokus auf was drauf? Marino, die ist nicht gewachsen. Ach so, ja, stimmt. Oh, Digga, der gelbe Pikmin, der muss noch mit. Komm her. Komm her, mein Schatz. Der gelbe Bernd. Der Friedrich. Komm in die Höhle. Werf die nicht ins Wasser, danke. Ja, die nicht killen, stimmt. Tut mir leid. Hier braucht man rote. Weil die sind feuerresistent. Fuck. Du hast ein Pikmin ins Wasser geworfen, du Trottel. Ja, vergessen, dass man das, ja. Manövrier dich am Feuer vorbei und lauf da nicht direkt rein. Okay, okay. Ah! Werf oder. Oh Gott, der hat mich, der hat es fast getötet. Ich weiß. Einfach rausschmeißen, oder wie? Die Steine. Nee, die roten. Weil es hier Feuerschnecken sind. Du hast die Direct gestern noch gesehen? Ich hab die gesehen, Digga. Ich war so im Zug und ich war so. Ah, Marino, deine Pikmin! Ja, komm, Alter, was soll. Okay. Feuer! Ich hab die, glaube ich, alle gesaved. Danke, dass du meine Ungeschicktheit auskorrigierst. Objekt geborgen. Paper Mario kam so unerwartet. Irgendwie kann ich es immer noch nicht glauben, aber ich finde es sehr cool. Ich auch. Okay, wir haben jetzt, es wurden jetzt 10 Beeren gesammelt. Das heißt, wir haben jetzt ein Ultramotivierspray. Das kannst du mit Y und unten oder so einsetzen. Oh, okay. Oder links und rechts, ich weiß es nicht genau. Dann werden die Pikmin schneller und greifen schneller an. Hier rechts und was auch immer. Passiert wohl, wenn ich Y drücke und die Pikmin in meiner Gruppe einsprühe. Oh Gott. Also wenn ich jetzt Y drücke, dann... Y und hoch kannst du es einsetzen, aber wir haben nur einen. Ist zu spät. Paper Mario 2 kostet auf dem GameCube über 100 Euro. Was ja wild ist. Ja, nur leider bringt es das hier gar nichts, weil es eigentlich gut für Kämpfe ist. Egal. Komm, wir gehen hier vorbei, am Feuer. Yes. Aber hier müssen wir irgendwo... Du hast keine... Ich sollte mal meine Pikmin mit dir zählen. Du kannst gleich die Gelben da rufen, wenn die fertig sind mit Elektrizität. Jo. Oh, nevermind, die kommen zu mir zurück. Nee, wieder zu dir. Egal. Und ich kann es mir einfach illegal auf die Wii U laden. Ja, das ist natürlich die coole HD-Version. Warte, ich gebe dir mal ein paar Pikmin ab. Bleib stehen. So. Okay, danke. Perfekt. Okay. Komm kurz her. Ja. Lass die mal abtransportieren. Okay. Und die sollen jetzt alle zu Orange. Ja. Natürlich müssen das Rote sein, weil die anderen sonst verbrennen würden. Okay. Perfekto. Solange Mobs ich mir den. Nicht. Geh nicht mit denen zurück, wir gehen weiter. Ja. Du bist. Auf der anderen Seite. Ich bin gerade rausgelaufen. Komm. Ich teile mal kurz meine Pikmin ein bisschen auf. Man kann den Pikmin 4 viel schneller werfen. Echt? Ruf die mal nicht. Das stimmt, das nervt mich auch, dass man A spammt, aber man. Die Pikmins werden nicht so schnell geschmissen, wie man A drückt. So, das ist. Steine. Oh nein. Ich lasse hier nur rote abschleppen. Beim Rest habe ich Angst. Okay. Raubblatt. Nähert sich am Anführer, tarnt es sich als Blatt. Oh, hier sind die Raubblätter. Okay. Ah, Kneider! Ich habe eins sterben lassen. Scheiße.
Er ist tot, alles gut. Oh, das ist hier, wo wir ganz am Anfang waren vom Spiel. Hallo, beim Tutorial. Einfach im Winter. Wie viel Rot hast du noch? 16, ich hab 1, wow. Soweit ich weiß, gibt es sogar ein Secret, wenn man zu dem Punkt geht, wo... Nein, wo Charlie am Anfang war. Alles gut, nimm mal die Pikmin. Ich hol mir das hier, was im Wasser ist. An den Gestrandeten. In dieser Eiswüste sahen wir von fern eine andere Person. Etwa ein Schiffsbrüchiger, so wie ich zuvor. Ich fürchte, er könnte hier durch die vielen elektrischen Hindernisse in Schwierigkeiten geraten. Ich werde etwas in der Nähe verstecken, was hilfreich sein könnte. Ich glaube, hier gibt es den Elektroschutz. Komm mit. Okay. Ja. Oli hat, glaube ich, Charlie gesehen, den wir im Intro hatten. Pass auf, lass deine Pikmin nicht sterben. Okay, ist tot. Yep. Jo, hier kannst du zum Graben schicken. Die Gelben können am schnellsten graben. Jo. Aber lass die mal hier arbeiten. Ruf die doch nicht, die sollen arbeiten! Achso, tut mir leid, achso, das ist... Lass die einfach mit X ausschwärmen. Okay, die Gelben. Ja. Warte. Dann lass von den Roten abschleppen, weil die durch das Feuerding müssen. Ah ja, stimmt, das ist... Boah, man muss ja übelst viel denken. Scheiße. Ich meinte eigentlich, egal. Das, was die ausbuddeln. Ach so. Vielleicht bekommen wir mehr Pikmin, aber ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist. Hier kann man noch was ausbuddeln. Senden wir hier mal welche drauf. Was ist das denn? Das habe ich irgendwo schon einmal gesehen. Wir sollten es schnell zu Drake bringen und es dort analysieren lassen. Drake Reno. Der gute alte Lag, wenn. Oh Gott. Hier kannst du noch zwei Dinge ausgraben, wie die Pfeile da anzeigen. Dann nimm mal ein Pigment da drauf. Ja, Sekunde. Nein, ja, lass jetzt flappen die Roten ab. Werf Rote drauf. Du hast die Roten. Ah ja, da, Sekunde. Erstmal da Rote. Gut. Okay, dann die Gelben hier drauf. Das sind nur, ich glaube, die... Ich bin mir eigentlich sicher, ob die das Feuer avoiden. Ich würde raten, sie tun's, aber... Jo. Oh, hier ist noch ein Blatt. Ach nee, das ist eins, was... Ja, okay. Hm? Da geht's weiter zum Boss. Okay. Ich hole jetzt nochmal die Pikmin. Wenn du willst, kannst du schon zum Boss gehen. Der ist wo nochmal? Da auf die Karte. Die Minimap unten in der Ecke. Da, wo dieses Signal herkommt. Ach so. Also dort da. Lang oder wie? Ja. Okay. Ich komm dann zurück. Ich hab die Pikmin abgeholt. Jo. Oh, ich warte noch, bis die hier fertig sind. Yes. Objekt geborgen. Oh. Und da kommt eine Nachricht von der Drake. Oh mein Gott. Borgenes Objekt wird analysiert. Hier haben wir den Elektroschutz. Der schützt die Captains vor Strom. Wenn ich mich recht erinnere, wurde aus dem Raumanzug-Katalog angeboten. Eine Anlage gibt es auch, Bruder. Oh mein Gott. Isoliert die Elektrizität. Wow, was eine Anleitung. Wild. Super, super. Da macht uns nichts mehr aus.
Nein, steck rein. Achso, da musst du Drake. Ob es wohl in Pikmin 4 die Josh gibt, wir werden es nie erfahren, weil Marino nicht Pikmin 4 gespielt hat. Mhm. Oh, ich sehe den Boss bei dir. Wenn du Licht machst, da kannst du Licht anmachen. Ich glaube, wenn du das machst, beginnt der Kampf. Also warte kurz, dass ich herkommen kann. Okay, ich warte. So, ich bin so gut wie da. Yes. Also schon mal 4 Pikmin oder so hinwerfen. Jupp, warte ich. Also einfach nur 4, nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel es braucht. Das braucht 10. Du hast eh nicht genug, um es anzumachen. Okay, aber weißt du, was wir machen können? Oh mein Gott. Ne Motte. Das ist eine Motte. Oh ne, die fliegt weiter. Hier ist doch gar nicht der Boss. Was? Es war ein Signal auf dem Kopfradar, aber das bedeutet ja, dass diese Kreatur den Captain gegessen hat. Oh mein Gott. Gib mir ein paar Pikmin ab. Achso, auch nee. Ja, natürlich. Warte. Einfach ein paar von jeder Sorte. Ja, ja. Lass 4 gelbe mal daran arbeiten. In der Traube. Jo. Ja, mehr brauche ich erstmal nicht. Gut. Dann können wir weitergehen. Supi-dupi. Die kümmern sich allein um die Traube, glaube ich, hoffe ich, bete ich. Lichtempfindlich, Megalum 1. Ist der Megalum. Aber der Megalum. Oh. Da ist der Boss! Der Dreck! Ja! Im Licht ist man vor ihm relativ sicher. Okay. Wir können hier anmachen. Areno, komm her, komm her, komm her. Ja. Lock, wir müssen ihn herlocken und dann Licht anmachen. So, okay, Sekunde. Ah, okay, jetzt. Ja. Jetzt chart gleich deine ganzen Pikmin drauf mit X. Okay, mit X. Ja. Bam. Ja, ein Drittel weg. Oh mein Gott, wie cool. Aber jetzt hast du alle. Ja, ja, ja. Ist gut. Nimm ein paar. Ja. Noch ein paar Felsen direkt gegeben. Jo. Da ist er. Wir müssen ihn zum Licht locken. Ich habe hier noch. Hier, ich habe hier noch eine Glühbirne. Mach du die mal an. Ist der hier? Der ist hier. Mach du die an. Warte, hier drauf schmeißen, oder? Ja. Was? Jetzt drauf chargen. Er ist fast tot, er ist fast tot. Oh mein Gott. Ja, nimm noch ein paar gelbe, die brauchen wir zum Licht anmachen. Ja, perfekt. Oh shit. Oh. Hier ist seine Agrophase. Scheiße. Seine Babys kommen. Wenn du noch eine Glühbirne siehst, sag Bescheid, dann müssen wir ihn hinlocken. Ja, ich schau mal, wo ist eigentlich. Ich sehe noch keine. Hier oben, hier da oben. Da vorne, da vorne. Hier oben. Ja. Warte, ich, Gehst du hoch? Ich werf dich hoch. Okay. Ich geb dir alle Pikmin, die du brauchst. Besieg die Gegner da erst, bevor du irgendwas versuchst. Okay. Okay, zuerst die Gegner hier killen. Okay. Achtung, der Boss kommt, ruf schnell die Pikmin. Die ich dir hingeworfen hab. Ah ja, okay, gut. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Besuch. Mach das Licht erst an, sobald der Gegner bei dir ist. Scheiße, ja. Ich hatte gerade Angst, dass. Die Motte kommt. Okay, warte. Scheiße, ich bin runtergefallen, nicht Lappen. Marino! Scheiße! Was machst du? Komm her! Nein, ich hab mich verdrückt!
Ich Arino, hasse. Komm zu mir, ich muss dich hochwerfen. Okay, komm, tut mir leid. Die Gelben sind die wichtigsten. Ja. Alles gut, es ist nur einer gestorben. Okay, und jetzt? Mach das Licht an, wenn er da ist. Ja. Fuck, meine Pikmin! Nein! Nice. Er hat meine aufgefressen! Marino, besiegt da doch schnell die Gegner! Oh fuck, tut mir leid, wo, da, ja. Da ist auch ein Spawner. Ja, ich sehe. Aber er fokussiert nicht drauf. So, jetzt mach das Licht schon an, jetzt mach das Licht schon an. Wo ist der Anschluss? Da. Da. Okay. Hilf drauf. Ja! Jetzt wirf drauf, ich bin unten, du musst das machen. Okay. Ja, let's go, wir haben's! Yes. Charlie ist am Leben! Er lebt! Alf, es geht dir gut. Möglicherweise müffle ich etwas, aber das liegt nur daran, dass mich dieses Vieh verschluckt hat. Oh, keine Angst, Captain Charlie ist wieder da und alles wird... Captain, unser Überlichtschlüssel ist weg. Was? Uni, komm mir nicht mehr nach Koppel. Ob das hier weiterhilft, diesen Logbucheintrag habe ich im Bauch des Ungeheuers gefunden. Ich mag sein Fiepen. Heute fand ich etwas, das wie ein Schlüssel aussieht. Vielleicht der Schlüssel zu einer Schatzkarte oder der Schlüssel zum Starten einer Maschine. Wie dem auch sei, es ist ein perfektes Mitbringsel für meinen Sohn auf Hokotate. Wir sind also auf diesem Planeten nicht die einzigen intelligenten, klugen Lebensformen. Ich bin sehr intelligent. Der Gegenstand, der diese Person gefunden hat, kann nur der Überlichtschlüssel der Drake sein. Oh mein Gott. Hier kann man noch einen Shortcut schaffen zum Zurück. Gib mir erstmal ein paar Pikmin, hier sind noch ein paar Spawner mit Gegnern. Bevor wir abtransportieren. Ja. Ist das ein Spawner? Nein. Okay. Gib mir ein paar Pikmin ab. Die Dinger da hinten sind Spawner, wo die Gegner rauskommen. Scheiße. Nein, nicht, nein. Danke, Alf nehme ich auch. Jetzt wäre schon. Du spielst jetzt Charlie. Da es keinen roten Charakter gibt, das würdest du nur den spielen. Okay, reicht. Mach mal den anderen Spawner da kaputt. Jo. Scheiße, so. Ich kümmere mich um die Gegner, die dich angreifen währenddessen. Ja. Ist das denn der Ausgang oder ist das der Eingang, wo wir hergekommen sind? Ich überlasse dir das da mal. Ne, hier ist der Shortcut. Das hier mache ich mal zu, dann können wir schon mal abtransportieren. Welchen Pikmin geben wir den, fetten? Oh, du kannst die Frucht mal antransportieren lassen. Mango! Oder muss ich die roten? Nein, das ist komplett egal. Okay. Ich habe ja jetzt einen Shortcut geöffnet. Okay. Ich hoffe, die schaffen das zeitlich noch. Ja, gute Frage. Ich gebe den Stein mal das Ding. Weiß nicht, welche das am meisten brauchen. Achso, ich soll es einen Stein geben, oder was? Nein, aber ich hab den, die Leiche der Motte. Okay. Ich glaube, hier gibt's aber keine Frucht mehr da oben.
Da kann man nur noch einmal das Licht endgültig anmachen, wenn man es zuvor nicht geschafft hat. Weil du kannst das Licht ja auch anmachen, während die Motte nicht in der Nähe ist. Dann kannst du ja nicht direkt schaden. Wir haben quasi die schnelle Methode genommen, die zu besiegen. Scheiße, ich wollte nicht die da drauf. Ja, werf die einfach wieder dahin. Ich treffe einfach alles außer den hier. Alles gut, die haben genug. Je mehr, desto schneller. Es sind nur ein paar Pikmin, die noch nicht Drake sind. Du kannst gleich mal das Notrufsignal aktivieren, dass alle Pikmin zu Drake kommen sollen, sobald du da fertig bist mit Abtransportieren. Okay, wie kann ich das Notrufsignal machen? Da ist ein Gegner! Marino! Tut mir leid. So, okay, gut. Geh einfach an die Drake und drück A. Okay. An die Drake. A. Rufen. Rufen. Die kommen jetzt hoffentlich. Hoffentlich? Hoffentlich? Oh ja, da kommen sie, alles gut. Ja. Und ich habe noch eine Frucht abholen können. Warte, drei? Es fehlen noch welche. Es fehlen noch welche. Es fehlen noch drei Pikmin irgendwo. Nein, ich habe auf einen Spieler... Marino! Drück wieder auf zwei Spieler! Zwei Spieler oben. Oben in der Mitte. Ah, oh, du... Hä? Ja. Sure. Mal gucken, wo die Pikmin sind. Da! Ich kann den einen noch retten. Den da. Aber die da hinten weiß ich... Da komme ich nicht dran. Okay. Zwei sind gestorben. Schade. Rest in peace. Ich lese gerade Brandenburg, September 2023, AfD 32% Stimmen und ist in der Überzahl. Was ist denn noch ein schönes Bundesland? Bitte kein Sachsen-Anhalt. Ich wollte dir gerade Sachsen-Anhalt empfehlen. Uri ist kein Bundesland, Uri ist eine Lebenseinstellung. Ja, okay, das stimmt. Guck die zwei Loser an, wie sie aufgefressen werden. Vom Punktbär. Hihi, ich entdecke für mein Leben ja neue Früchte. Ja, ein Zitrusklumpen. Zitrusklumpen, Alter. Ich mag's, wie er klingt, wenn du ihn drehst. Am Quietschen. Dann haben wir den Nachtkugelschwarm. Ich glaube, da wurden nicht alle Trauben abtransportiert von. Ich habe da ja nur vier Pikmin hingesendet. Wenn wir irgendwann mal auf 100% Jagd gehen, können wir das ja machen. Ich denke es auch. Dann die Heldinnenträne. Auch nicht schlecht. Jo, wie viel gibt die einfach? Krass. Die gibt 2,5, glaube ich. Wir haben nun genügend Früchte gesammelt, um die Position anderer Früchte bestimmen zu können. Jetzt werden andere Früchte auf der Karte angezeigt. Das ist sehr hilfreich. Oh, yeah, okay, krass. Für die 100% Jagd. Nice. Früchte finden. Früchte werden auch in bisher unerforschten Gebieten angezeigt. Warum hat Josh eigentlich gestern in der Direct so häufig auf anthropomorphe Tiercharaktere geachtet? Weil's funny ist. Cupidos-Granate. Aber die Cupidos-Granate. Ich habe so ein JRPG gesehen, wo man als so Wolf-Mensch spielen kann und ich meinte, oh, da kann man als Furry spielen. Jetzt müssen wir die Tagesration wieder durch drei teilen. Aber der Captain verträgt sich auch eine kleine Ration. Sie ist böse. Unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen reichen.
Das war Tag 5. Perfekt. Wir hatten bisher nur ein Pikmin verloren und jetzt haben wir 10 verloren. Ach du Scheiße, Junge, das war ja richtig schrecklich. Egal. Ich schieb die Schulter auf Marino. Ja, das ist gut. Was? Mit Hilfe der gelben Pikmin besiegten wir auch die zweite riesenhafte Kreatur. Unglaublich, sie spuckte unseren Captain aus. Er wurde am Stück verschluckt, aber er lebt. Das ist unser Captain. Ich kann noch so viel von ihm lernen. Der Gestank ist allerdings furchtbar. Wenn der Captain von den S-Bahn-Früchten des Planeten erzählten, wirkte er überglücklich. Alf. Ich mag, dass die Pikmin-Charaktere dicke Nasen haben. Das sind aber Kugeln. So wie die NPCs aus dem neuen Peach-Spiel. Als ich den Trailer gesehen habe, war ich so, oh, dicke Nasen! Aber die Nase, das war das Erste, was du erblickt hast. Natürlich. Runde Nasen sind auch eine Lebenseinstellung. Die beste Lebenseinstellung. True. Ja, dank meiner treuen Crew. Yeah. Ach du wirklich, Welt des Geistergeheuer, Captain. Das ist mir nicht nur einmal passiert. Mir ist das mal aufgefallen und dachte, bis ich noch mal ins COD geschaut habe, dass du mich auf dich aufmerksam machen wolltest. Was? Überlichtschlüssel zu finden. Nahrung, vergiss nicht die Nahrung. Sie ist hungrig. Was ist das für ein Signal? Das ist eine Zahnpasta. Könnte sonst auch vorhin so ein Hokotate sein. Also immer. Das würde mich nicht überraschen, wenn wir seine Ausrüstungssignale, wenn seine Ausrüstungssignale senden würden. Warum lesen wir eigentlich immer jeder immer einen anderen Charakter in einer anderen Szene? Ja, das macht so keinen Sinn. Wir müssen uns einigen. Das muss Captain Odima sein. Wir sollten eine Expedi. Wir sollten dem Signal folgen. Charlie mag wohl keine komplizierten Wörter. Der Wald des Anfangs. Da waren wir ganz am Anfang, deswegen heißt der Wald des Anfangs. Oh mein Gott. Alter, aber Wald des Anfangs. Wir gehen dorthin. Der Wald des Endes hasst diesen Trick. Mein Onkel hat mir gerade ein Bild geschickt. Die Hütte in deren alten Haus ist jetzt voll abgerissen. Die sind umgezogen und da musste die Hütte irgendwie abgerissen werden, I don't know. Okay, weird. Hier war meine erste Landung. Oh wirklich, wir müssen hier einfach dem Signal nachgehen, haha. Oh Junge, ich bin Mickey Mouse. So, ich mach das zuerst, dann kannst du dir einfach Pikmin rausholen. Hallo? Ja, yeah, mach das. What the fuck? Game Crash? Live in 4K? Crash? Okay. Crash Bandicoot? Crash Bandicoot wohl. Arino, kannst du kurz die Szene bei deinem Stream ausblenden? Oh. Ja, jetzt sieht man meinen Desktop, ist eh egal. Ja. Wow, ich hab Blender auf meinem Desktop. Einfach Blender. Ich muss kannst mal kurz was einstellen. Warum hast du Blender? Weil ich zufällig ein New Super Mario Bros. U Modder bin und die Hintergründe 3D-Modelle sind. Danke, Bela. Ich hab mich da mal mit rumprobiert. Ich hab's hinbekommen, eine Sache zu importieren. Hey Marino, du kannst... Oh, ja. Abenteuer. Zwei Spieler. Wow. Starten. Lass du die Cutscene überspringen? Oder das Gelaber ja, einfach komm, schnell wegdrücken? I don't know. Ah, oh, geht. Das geht nicht. Kannst doch bestimmt A mashen oder so. Ja, ich drück die ganze Zeit A. Finde den Überlichtschlüssel. Ja, hat er nicht plus gedrückt.
Überspringen, das hatten wir gerade schon. Tut mir leid. So. Hä? Dann muss ich meinen Controller neu verbinden. Ah ja. ZL. Ich lass dir zwei mehr. Oh. Nein, du hast vier mehr als ich dann. Stimmt, Dings, ZL gedrückt halten. Genau. Ich kann mit Blender nur schlechte 3D-Intros machen. Cool. Marino kann Mario Party-Items modellieren. Oh ja. Yes, oh, ich lieb die Musik hier von dem Gerät, dem Gebiet. Dim, 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 dim. Müssen wir eine Brücke bauen. Ah, Krabbe. Also was, wo, Wim? Jetzt die Krabbe. Pass auf. Aber eine Krabbe. Ich zeig dir, wie man die besiegt. Hau ab. Ach so, man muss die rauslocken. Jetzt ranchargen. Ja, Mann. Ah. Du kannst die abtransportieren lassen oder so. Okay. Weiß nicht, welche Pikmin-Art gerade, am meisten braucht. Ich glaube, wir haben am meisten Steine. Oh Gott, da ist ein Zungenpunktkäfer. Ich glaube auch. Oh, ach du Scheiße, was macht denn gefährlich? Er schlürft auf. Wenn man den von hinten angreift, ist er aber eigentlich recht schnell besiegt. Okay. Warum habe ich deine ganzen roten Pikmin? Hier, nimm. Danke, danke. Ich hole den Rest, dann können wir den Zungenpunktkäfer angreifen. Jo. Ich lass dich vorausgehen. Warum ich? Oh Gott. Nur noch ein paar gelbe. Du hast weniger als ich. Ha, 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 da ist noch ein gelber. Da ist noch ein Warte, bis er sich umdreht und dann charge von hinten drauf. Okay. Okay. Jetzt. Warte. Charge alle Pikmin drauf, nicht nur die gelben. Ja, versuche ich ja. Alles gut, du hast geschafft. Und ich habe alle Pikmin danach eingesammelt. Lass ein paar rote noch machen. Ich schick dann auch die gelben da zum Graben. Oh, ein Kürbis. Kürbis? Nee, ist doch halt kein Kürbis. Ich time auch meine Pikmin auf, die ich noch hab. Perfekt, ja. Der Rest schleppt gerade ab. Supi. Es ist ein Loch. Schick da mal ein paar Pikmin rein. Dann zeige ich dir, was die machen. Oh mein Gott, was machen die da? Hä? Was ist das? Das sind Bomben. Bomben, Lampenöl, Seile, Bomben. Oh mein Gott. Dieser Stein sieht seltsam aus. Ich messe eine starke Energie in seinem Inneren. Ich sollte Pikmin mit so einem Stein besser mit L und R separat von anderen Pikmin auswählen. Marino? Ja, ja. Ja, hallo. Nimm du die drei Bomben, Pikmin. Bomben. Und dann werf die hier an diese Wand hier. An welche? Die hier. Oh mein Gott. Oh, ich hab so Bock jetzt. Mit Abstand oder? Mit Sicherheitsabstand. Okay. Oh mein Gott. Bam. Ela, warum raidest du mich, wenn du nicht mal vorher gestreamt hast? Danke. Ja, nimm Pikmin. Yeah, let's go. Pikmin. Sebastian hat mir letztens One Hour of Silence Occasionally Interrupted by Pikmin geschickt und es war großartig. hier können wir nicht rüber. Ja, das sieht nicht so durchgängig aus. Nicht? Nö. Ich denke, man kann... Lass mich mal kurz auf die... Ich hab wieder auf einen Spieler gedrückt! Drück kurz auf Plus. Mach wieder der Josi-Moment.
Warum ist das auch die, die Option, die automatisch ausgewählt ist? So, Minus. Wir haben hier die Karte. Wir sind überall von Wasser umgeben hier. Ich glaube, ich muss dich hier drüber werfen und du kannst dann da Dinge tun. Okay. Meiß mich. Gebt dir ein paar Pikmin rüber. Übrigens, ich bin sehr froh, dass du Grant zum Geburtstag Pikmin geschenkt hast. Jetzt kann ich ihn damit ständig nerven. Aber ich geb dir noch Charlie rüber, falls du ihn brauchst. Okay. Bau erstmal die, die Brücke fertig. Ich weiß nicht, was ich so lang mache. Da machen wir hier eine Mauer. Oh, ich kann hier noch einen Gang graben. Oh. Multitasking, Marino und ich machen beide was anderes jeweils. Ja. Ist das, da ist ein flatternder Picknapper. Was ist das? Ein flatternder Picknapper. Okay, einfach draufschmeißen. Einfach draufschmeißen. Ah! Der ist wesentlich gefährlicher in Pikmin 2. Alles ist eigentlich wesentlich gefährlicher in Pikmin 2. Töten! Ah! Oh Gott, nee, hier bräuchte ich alle drei Captains, um hier weiterzukommen. Was ein Loser. Oh mein Gott, so schlecht. Können wir gleich zusammen weitergehen hier. Jo, Sekunde. Wenn du die Brücke fertig hast. Ah ja, stimmt, da muss ich ja noch haben. Da ist eine Aubergine! Oder so. Nee, eine Aubergine ist keine Frucht. Ich wollte gerade sagen, so rauskommt. Sieht so eine Aubergine aus? Ich weiß, dass man in Pikmin 4 eine Aubergine finden kann. Weil ich das Spiel zweimal durchgespielt habe. Spoiler. Okay, was kommt da? Es wären noch zwei Scherben, Mann. Ja, die kommen. Die sind auf dem Weg. Da kannst du deine Aubergine holen. Was das ist. Eine Aubergine. Nee, es sieht aus wie eine violette Kaki. Oder eine Aubergine. Passionsfrucht. Nein, so sieht nicht die Passionsfrucht aus. Da brauchen wir Wasser, blaue Pikmin, um hier oben hinzukommen. Oh mein Gott, wir kriegen bald blaue Pikmin. Die wohl blau und schlau gelöst haben? Ich weiß übrigens gerade nicht, wo du bist. Ich bin, glaube ich, den genau anderen. Du bist zur Base gegangen und ich bin irgendwo weitergegangen. Ich bin unter diesem Wasserfall hergegangen. Also, wenn du über die Brücke gehst, dann, nach unten. Nach unten? Ja, du verstehst, was ich meine. Ich komm zu dir. So lange hole ich mir ein paar Bomben. Oh, hier ist ein Ding. Alle Pikmin können Steinbomben tragen. Das war in Pikmin 1 noch anders. Komm weiter, ich bin hier. Jo. Da ist noch eine Frucht. Ach du Scheiße. Ruf deine Pikmin! Ja, ich versuch grad. Oh mein Gott, das hab ich grad so nicht gesehen. Digga, kommt doch, ihr Steinies. Das sind deine. Hab den besiegt. Pass auf, da ist noch einer hinter dir. Ach du Scheiße. Du hast mehr rote. Werf einfach drauf. Okay. Die halten nicht viel aus. So. Da wird's erledigt. Lass die Frucht da abtransportieren und das da. Die Pfirsich, die vorhin dort rumgelegen ist, nehmen wir zum Schluss oder wie? Da sind noch mehr Brückenscherben. To Britain. Eigentlich ist es unlogisch, dass die Pikmin direkt wissen, wo die hingehören. So. Die sind halt kompetent und haben keine Links-Unten-Schwäche. Oh. Die sind so kleine. Dümmer als ein Pikmin. Die sind so kleine Dinger. Bei den Scherben. Ich weiß nicht, ob da Gegner im Weg sind, deswegen will ich die noch nicht, dass die abtransportieren. Okay. Ich glaube, ich habe die kleinen Viecher jetzt hier besiegt. Ne, da lebt noch einer. Aber die essen zum Glück nichts auf. Wo muss ich hin? Hier ist eine Bombenwand. Ich
direkt immer in die Luft. Oben. Eine Gurke. Natürlich. Oben. Ich weiß noch nicht, wo die lang gehen, also lass das Loch mit dem Amt transportieren. Weißt du was? Ich weiß noch nicht, wo die lang gehen, deswegen will ich die noch nicht abtransportieren. Ah, okay. Weil es gab noch keinen, es gab keinen Weg zur Hauptbasis. Ich glaube, wir müssen erstmal die Brücke hier fertig bauen. Ja. Jo. Das heißt, ich lass schon mal, erstmal kann ich die ausgraben und dann lasse ich vier da mal arbeiten. Hier hinten sind Rüssel liegendes, wenn du mir helfen willst, die zu... Geh doch nicht zurück! Tut mir leid. Ich komme. Bam, 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 bam. Also einfach, Dings, Hä? Sterben da Pick? Ach nee, die in dem Grab, Ausgrab-Dings holen die neue Scherben. Ah, ich verstehe. Ja, ey. Graben Scherben aus. Man sollte meinen, dass ich das noch weiß, weil ich das Spiel mal durchgespielt habe, aber ich habe das wirklich vergessen. Ich mir gerade so, als ob das für dich jetzt sowas komplett Neues ist, so. Vor allem, ich hab's durchgespielt noch bevor Pikmin 4 rauskam. Wow. Ich hab's halt durchgespielt, eine Woche später habe ich mit dir nochmal gespielt. Oh lol. Hier sind noch Scherben. So. Digga, wie viele Scherben kommen da raus, Alter, was? Ich sehe gerade die ganzen Jungs, die Scherben abschleppen. Oh, da ist ein Punktkäfer, vor dem habe ich etwas Angst. Hier sind noch Scherben. Lass die einfach machen, die kommen schon klar. Okay. Hier bräuchten wir noch ein paar Bomben, um da reinzukommen. Ist halt eine Wasserpassage mit einer Frucht noch. Aber ich habe keine Pikmin mehr zum Abtransportieren. Alle Pikmin können ausgraben, aber die gelben sind halt die schnellsten. Okay, da kommt man auch ohne rein. Denn ein paar zum Motivieren. Okay. Ich bin aber gerade da, wo du gerade warst. Oh wow, okay. Ist die Brücke fertig? Hier sind keine Bomben. Ja, die Brücke ist fertig. Super. Jetzt können wir die hier abtransportieren lassen, die Beeren. Yep. Warte, kann ich? Oh, glaubst du, ich schaff das? Pass auf, ich werfe ein Pikmin da oben hin. Yo! Wie heftig. Aha. Shortcut. Speedrun Spread. Nein, ich bin so dumm! Aredo, lauf doch nicht ins Wasser! Ja, ich bin so dumm. Ich weiß, dass du nicht weißt, wie Wasser aussieht, aber darum geht's gerade gar nicht. Okay. Wo sind eigentlich die ganzen Pikmin hin, wo die die Scherben getragen haben? Die habe ich wieder aufgegabelt. Hatten wir nicht mehr? Ja. Wir können die ja zur Basis holen. Mhm. Ruf doch die Gelben, die da idle stehen. Ah ja, Sekunde. So, dann würde ich sagen, wir holen mal alle Pikmin zur Basis zurück. Ja. Marino ist nicht dumm, in seinem Gehirn ist nur sehr viel Zeug los. Müsste es nicht heißen, ich bin nicht dumm, in meinem Gehirn ist nur sehr wenig los. Nur die kommen. Okay, die Pikmin da kommen. Du kannst dir noch ein paar holen. Du brauchst gerade mehr als ich. Jo. Supi. Die bessere Frage, wo wir jetzt lang müssen. Das Signal kommt von hier. Und um dahin zu kommen, müssen wir wahrscheinlich durch die Loading Zone hier. Was heißt, wir müssen... Oh, hat sich gedreht. Hier lang. Ich glaube, hier können wir auch zu zweit noch hoch. Warte, komm mal bei die Brücke. Jo. Ja, ich kann dich hier hochwerfen. Yes.
Ich geb dir ein paar Pikmin mit. Jupp. Du bist in auf sich gestellt, junger Padawan. Digga, der eine wollte nicht mitkommen, Moment. Oh, scheiße. Oh, das ist da, wo wir ganz am Anfang waren. Hm, was ist das denn? Das habe ich irgendwo schon einmal gesehen. Das ist doch so ein Schutzanzug. Da kannst du die gelben hier hoch. Na, ich glaube, du brauchst nicht unbedingt gelbe. Warte, ich will nochmal was nachgucken. Ist da am Start jetzt noch eine Frucht gespawnt? Ja. Aber ich glaube, da sind sehr viele gefährliche Gegner. Okay. Alles gut, geh nicht runter. Da sind zu viele Gegner. Okay. Die Frucht können wir erstmal ignorieren. Easy. Dann können wir jetzt hier lang gehen. Yep. Was hast du nicht eingesammelt? Pflücken 2. Wirst du einen Anführer in die Nähe von Keimen, beginnt er sofort sie herauszuziehen. Etwas Hilfe käme ich rüber. Marino, komm her. Ja. Ich werf dich mal wieder. Aus dem Bereich vor uns erhalten wir ein starkes Signal. Doch zu zweit gelangen wir dort nicht hin. Zu dritt wäre es machbar. Allerdings ist unser Chef verreist. Bestimmt ruht er sich an einem sonnigen Strand aus. Zwar sind auch wir an einem sonnigen Strand, doch es ist nicht das Gleiche. Oh, natürlich. Der Chef hat Urlaub, während die Angestellten knechten. Wow. Kapitalismus. Mann. Der Chef von Olimar und Louis ist übrigens ein großartiger Charakter. So, werf Charlie rüber und gib ihm seine Pikmin mit. Okay, ZR zum Anvisieren, damit du auch weit genug wirfst. Warte, wie? Anvisieren nochmal? ZR. Achso. Ah, okay. Dann wirf rüber. Gutes Timing. Es ist so viel Zeug los, was auch nicht mit der aktuellen Situation zu tun hat. Deswegen, dass deshalb er dumm wirken kann. So will ich das jedenfalls interpretieren. Natürlich. Geborgenes Objekt wird analysiert. Pikachu. Metallanzug Z. Objekt ist identifiziert. Strukturische Stärke der Unterwäsche. Raumzug. Alter, geil, meine Unterwäsche ist angekommen. Yeah. Sind die anderen wieder drei Wörter? Erhöht die Haltbarkeit von Raumanzügen. Sogar 5. Wow. Super, jetzt sollen unsere Raumanzüge nicht mehr so schnell kaputt gehen. Also wir haben mehr HP quasi. Werf rüber. Okay. Ich wollte nicht dahin. Ach, egal. Ja, dann soll er halt an diesem scheiß Blumending dran. Ich zwing dich übrigens gleich als Charlie. Marino, du stehst zu nah dran. Was? Du hast ein Pikmin ins Wasser geworfen. Hey, wie? Werf rüber. Du stehst zu nah dran an der Ecke. Oh mein Gott. Ja, der hat verdient zu sterben. Der hat so verdient. Wechsel zu Charlie mit Y und rechts oder links, ich weiß es nicht. So, okay. Arbeitsanleitung, teile deine Gruppe in 3 Einheiten, um mehr Aufgaben zu bewältigen. Dandori! Wir machen Dandori, Leute. Einfach Dandori. Lass den Dings runter. Schieb die Tüte. Ach so. Damit die Pikmin runter. Oh, wer witzig ist, wenn ich da drunter stehen will. Ich mag seine Pikmin, weil ich das da in der Luft. Ich weiß, es ist witzig, wenn das Game freest. Bei solchen Cutscenes. Der hat gerade alles in seiner Welt gesehen. Okay, da kommt der Boss. Den machen wir am nächsten Tag. Wir haben zu wenig Zeit dafür. Egal. Ah ja, winning. Hi Sebastian. Der Sebastian. Na, lass mich kurz pflücken und dann können den Tag eigentlich schon im Vorhinein beenden, oder? Ja, ich denke so auch. Dann mach das mal. Zeit beenden. Ja. Wow, wärst du? Ich wär's jetzt auf einen Spieler gegangen. Guten Tag, Mr. Explosion vom Mars. Hallo, Sebastian. Wer bist du?
Soll ich Sebastian einfach mit dir hier spielen lassen und so lange aufs Klo gehen? Das geht klar. Das wäre funny. Ich will nicht mit Sebastian spielen. Er kann dich hören. Er ist ein fremder Mensch für mich, okay? So oft wie er unsere Mario Party mit seinem Internet sabotiert hat, ist er doch nicht fremd. Ja, okay, true. Das ist, das ist irgendwie wahr. Er schreibt dir Doppelpunkt. Oh nein, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich liebe dich, Sebastian. Jetzt macht er den Heiratsanwalt, was? Ja, was Leute, ja. Ich bin schon auf den Geschmack gespannt. Oh, wir haben 4 neue Früchte und eine, die wir schon mal hatten. Okay. Die Höckerfrucht. Einfach die Höckerfrucht. Kamele essen diesen Trick. Gekrönte Kugelbeere. Die ist gekrönt, aber die Weintrauben sind nicht eine Frucht, sondern viele. Ich meine, der Name der Weintrauben ist Tagkugelschwarm. Ein Schwarm impliziert ja mehrere. Das ist ein polierter Beerenstein. Er ist aber so poliert, dass er ein Beerenstein ist. Was? Die ist so der Tagkugelschwarm. Die anderen Beeren, die wir in der letzten Welt hatten, waren der Nachtkugelschwarm. Ja. Kannst du übrigens auch vorspulen. Nein, ich find's so satisfying. Es ist sehr satisfying. Auf der Wii U hat das Ultra gelaggt hier. Oh, echt? Okay. Ja, aber es war trotzdem auch sehr satisfying. Und ein Reptilien-Ei. So verhält sich nicht der Inhalt einer Avocado. Das funktioniert so nicht. Alles wird versaftet, Marino. Na, Junge, das sieht so gut aus. Es gibt heute ein Festmahl. Um. Unsere Vorräte müssten noch ein Weilchen reichen. Wir brauchen mehr gelbe Pikmin, habe ich das Gefühl. Wir haben nur 88. Nazis? Scheiße. Und eins ist gestorben. Wird in das Gebiet zurückgekehrt, in dem die Drake ursprünglich notgelandet war. Zu dem Zeitpunkt haben wir es nicht bemerkt, doch von dort geht ein starkes Signal aus. Es muss einfach dieser Raumfahrer von Hokutate sein, der, wie es scheint, unseren Überlichtschlüssel an sich genommen hat. Jetzt, da wir zu dritt sind, sollten wir ihn doch finden können. Okidoki. Warum geht es hier so häufig um Nazis und Furries? Bela, ich habe 2 Jokes. Ach, Junge. Außerdem redest du nur von Furries. Auch wenn ich das gestern getan habe, darum geht's nicht. Oh, Scheiße, und keine davon sind funny. Oh Gott. Mir fällt gerade noch auf, ich habe gesehen, ich müsste noch etwas für die Schule kurz auf dem Server draufpacken. Machen wir einfach nur noch einen Tag und dann hören wir auf. Ich weiß, es ist ein bisschen kurz. Ja, ist okay. Ich meine, wir enden ja das mit dem Boss hier, also passt das schon. Okay, perfekt. Ich habe lange nicht mehr so kurz gestreamt. Die letzten Streams, die ich gemacht habe, waren alle Überlänge. ich stream meistens 2 Stunden. Das ist meine Länge, aber ich habe letztens immer 2,5 bis 3 Stunden gestreamt. Das ist nicht zu kurz, das ist eigentlich gerade perfekt so für einen Stream. Aber ja. Holen die sich Pikmin. Da kannst du danach noch in Yu-Gi-Oh! Reingehen und 5,2 Duelle machen. True, ich fordere Marino noch zu Yu-Gi-Oh! Heraus. Marino müsst ihr wissen, ist ein Yu-Gi-Oh! Profi. Ich glaube, ich bin der letzte Mensch, der Yu-Gi-Oh! Spielen wird auf dieser Welt. Keine Sorge, Marino. Yu-Gi-Oh! Spieler lesen ihre Karten nicht. Nur ich lass dir den Vortritt. Oh yeah, Vortritt. Fortnite. Maroonies first. Ah, das sieht cool aus. Wo sind wir hier auf einem... sind Pikmin 4. Pikmin 4. Wenn ich das hier so sehe, denke ich mir so, Alter, Pikmin 4 sieht halt... wie kann Pikmin 4 auf derselben Konsole so viel besser aussehen?
Das hier für die Wieso habt ihr gelbe dabei zum Graben? Ein Klapp-Handy. Dieses Gerät hat also... Ist das Marios Handy? Ah, nee, Mario hat ja gar kein Handy. Sollten die das Gerät zu Drake bringen und es analysieren lassen? Das ist übrigens definitiv kein Boss. Wie kommst du darauf? Oh mein Gott, es ist einfach kein Boss. Oh nein, es ist ein Boss. Digga, was sind denn für Zähne? Das macht nicht mal Sinn. Oh nein, der arme gelbe Pikmin. Wirf mir ein paar gelbe zu. Wirf mir ein paar Pikmin zu. Oder gib mir nur eine Art von Pikmin. Mir egal. Ach so, stimmt. Die, Ich Ach glaub, doch, er kommt! Weg! Okay, weg! Du kannst hier am Rand so, wenn du dich mal umschaust, da sind diese Löcher, wo du, die du ausgraben kannst. Wenn du da Pikmin reinwirfst. Wühlmaul, haben sich die deine Pikmin Steinbomben bei sich, kannst du auch ergreifen, wenn das Wühlmaul Luft einsaugt. Okay. Wenn es dann quasi seine Fallgrube machst, kannst du Bomben reinwerfen. Okay. Ich bin kein Furry, sondern ich interessiere mich für eine Art von Darstellung, Charakteren, die ich seit über 15 Jahren kenne. Bela, du bist ein Furry. Ja. Das ist eine Anlehnung an diesen Alice Weidel-Tweet, die gesagt hat, ich bin nicht queer, ich bin nur mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. Du hast halt so die gleichen Vibes, oh mein Gott. Darauf ist das eine Anspielung. Scheiße. Sagt es Luft ein, es ist Zeit für einen kurzzeitigen Rückzug. Ich lass die mal hier graben, die gelben. Du kannst da oben bei dir welche graben lassen. Ja, ich sehe gerade. Oh scheiße, ich bin wieder zu nah. Kommt her, gelbe Pikmin. Der wirft mich mit Zeug. Eigentlich können wir ihn angreifen, wenn er draußen ist. Hast du die Bomben bei dir? Oder eine Bombe? Die sind noch nicht rausgekommen. Oh. Ah, jetzt. Natürlich bin ich ein Furry. Er macht die Saugattacke gerade. Ich würde dich das machen lassen. Wäre langweilig, wenn ich den Boss mache. Wenn ich den kann. Okay, ich habe nur zwei Kugeln. Achtung. Oh, er kommt raus. Und gegen Charlton. Einfach nur Bombe. Nicht Bombe hier, nicht Bombe hier. Okay. Nur Bombe, wenn er diese Saugattacke macht. Okay. Jetzt kannst du angreifen. Okay. Nein, scheiße, ich hab die Bomben. Ah, fuck. Du hast die Bomben noch bei dir, alles gut. Okay, gut. Wollte gerade mit Bomben Schwarm machen. Also Angriff, was auch immer. Der kommt wieder oben raus. Okay. Pass auf, der wirft auch. Ah! Klamm. Charge drauf. Ja, Sekunde. Wir brauchen die Bomben ja überhaupt gar nicht. Ich hab den bisher immer nur mit Bomben. Ich bin tot, Alter. Wie lame. Mach bitte nochmal die Sandgrube. Ich will Bomben benutzen. Wie die Sandgrube? Ach so. Das hier. Jetzt wirf eine Bombe rein. Okay. Bomb. Dein eines Pikmin da ist doch gestorben. Da hieß the recipe. Low Production Value Stream. Ich bin traurig, dass es keinen Alert gab. Warum gab es keinen Alert, ist die bessere Frage. Muss ich mich in Tippy neu einloggen? Junge, einfach Frettchen auf dem Handy. Wie cool. ja, wir transportieren einfach mal alles ab. Oh, Melonies. Ich habe nix. Die Gegnerleiche geht an die Gelben. Transportier du mal alles. Sonst okay. Wird es so lange dauern. Hier liegen noch ein paar Bomben rum. Oh krass. Kann man die mitnehmen in die Zwiebel? Der Sub wird mir nicht angezeigt, nur der Raid. Das ist super weird. Der Raid hatte ja einen Alert. Ich bin sehr hart confused gerade. War das alles? Ne, hier, doch.
Ich dachte gerade, die Bombe hier geht in die Luft. Heilige Scheiße. Die Bomben nehme ich aber mit. Mhm. Ich habe 3 Bomben. Ich glaube, ich hatte noch eine Bombenwand irgendwo gesehen. Die kann ich doch aufmachen. Mhm. Aber warum wird der Sub mir hier bei Tippi nicht angezeigt? Das ist sehr weird. Weil ich den Chat doppelt offen hatte? I don't know. Ist das... Ah, ich dachte gerade, ich wäre du. Ich habe auf den falschen Screen geguckt. Mhm. Ah, jetzt noch 2. Seine Pikmin ist mir abhanden gekommen. Guck dir diesen fetten Typen an. Alter, Digga, wie... Er ist so dick. Ich meine, die Melone geht ja noch klar. Dim, 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 dim. Da braucht man gelbe Pikmin. Oh, wir könnten den Typen mit Bomben besiegen, aber ich nutze lieber für die fürs Tor. Jo. Hier. Kommt her. Das ist stark. Aber wir können auch das Rätsel hier machen mit der Frucht. Ja, das war cool. Sternfrucht. Geborgen. Ja, ist nicht nur fett, sondern isst nur seit 20 Jahren jeden Tag bei McDonald's. Okay, sure. McDonald's. Geborgenes Objekt wird analysiert. Klapparchiv. Ich brauche dieses Frettchen-Wallpaper. Für dein Klapparchiv. Objekt identifiziert. Kommunikationsterminal einer Kultur dieses Planeten. Zusammensetzung unbekannt. Hohe Signalstärke. Signal wird noch ausgestrahlt. Wenn ich das mit der System der Drake verbinde, könnte ich unsere Reichweite vergrößern. Ich werde mich heute Abend gleich einen Einbau machen. Einfach Klapparchiv. Stehe ich mal da drauf. Als ob das nur so ein Pikmin gebraucht habe, um... Okay. Oh nee, ich muss doch zum anderen da kommen. Stell dich da drauf. Da drauf. Ja, okay. Ich muss irgendwie... Jetzt, ich habe halt nur ein andere. Pikmin, das ist ja das Ding. Wie komme ich da hin? Wie kann ich das... Da oben, man muss das ja gegen noch balancieren. Aha. Ich glaube, ich brauche noch ein paar gelbe. Ich hole ein paar. Soll ich hier warten? Ja, warte da mal. Okay. Ich hole die Jungs. Die Brodies. Darfst du lange mit einem Orca-Lock chillen, der dich nur umbringen will. Alles gut. Ja, Mann. Bin oben. Lass erstmal die Sternfrucht darunter. Die über dem okay, warte, Dings. Ist da. Ah, stimmt. Werf da 10 gelbe drauf. Ich glaube, die braucht jetzt 10. Perfekt. Ja, das mache ich. Ich werf die dann wieder hoch und kümmere mich ums Abtransportieren. Du kannst da dann weitergehen. Jo. Ruf die da an der Pflanze arbeiten. Jo. Oh, da sind auch noch ein paar. Nimm die ruhig. Wo? Nimm die gelben damit, die dich da hingeworfen hab. Oh mein Gott. Damit habe ich es halt ausbalanciert. Oh lol, okay, ich verstehe. Du kannst da noch weitergehen. Ich glaube, da ist noch eine Frucht oder so irgendwo, aber ich weiß es nicht. Da in den Baumstampf kannst du rein. Der ist durch den Pilz da. Mach den Pilz erstmal kaputt. Ja. Mhm. Hallo, ich fokussiere. Du kannst dir nicht anvisieren, glaube ich. Du musst einfach draufwerfen. Scheiß ja. Pilz. Ich kümmere mich um die runterfallen. Geh hoch, okay, ohne Rücksicht auf Verluste. Sonst verlierst du nur noch mehr am Ende. Jo. Jetzt spring rein. Heureka! Jetzt besiegt den Typen da. Ja. Okay. Ja, komm, Alter. Ich will doch einfach nur... Fokussieren, so, ja.
Er hat keine Chance gegen Pasch. Pikmin von dir. Was ist jetzt eine Bombe? Himbeere. Can't believe Bären have pronouns now. Hey, die Himbeere wird abgeschleppt. Yes. Die Schere besteht aus Kristall bei der Zwiebelkrabbe. Die Zwiebelkrabbe. Ist das alles da? Ja. Hier sind zwei, für die brauchen wir noch Wasser. Die Limette. Zitrone können wir da noch holen. Das ist keine Limette. Komm, kommst du mit? Jo. Hier. Da drüben, hier. Das möchte ich ausgraben und wir halten so lange Wache nach zum Orca-Lock. Das ist der Orca-Lock? Warte, was? Der Orca-Lock. Der dumm. Nicht ins Wasser. So, auf, lass ihn raussprengen und dann chargen. Okay. Ja. Bam. Oh scheiße, es waren zu viele von mir. Werf doch nicht die Bombe, du! Ich wollte das nicht. Du hast die ganzen Pikmin, du kannst die ausgraben. Okay. Ich lass die Gelben auch den Orca-Log abtransportieren. Die brauchen mehr Pikmin. Den Rest kannst du zum Graben schicken oder so. Ja. Was ist hier eigentlich nochmal? Ah ja, cool. Ein Feuer. Oh, ich habe Ultramotivierspray gefunden. Jaha! Jaha! Ulmo. Lui. Ich hab mir auch die physischen Versionen von Pikmin 1 und 2 noch vorbestellt, die nächste Woche rauskommen. Oh, okay. Die werde ich dann streamen. Ja, stimmt, die sind halt noch gar nicht draußen. Krass. Die sind halt digital draußen, aber noch nicht physisch. Ich habe halt auf die physische Edition gewartet, weil kleinen Josh mag gern physische Spiele. Verständlich. Was ist das? Ach, nur so ein Pilz. Ich habe jetzt die zweite mit Übungen zum Zeichnen in meinem Sketchbook gefüllt. Dazwischen sind bestimmt nicht 3 Monate vergangen. Zweite Seite. Oh, ich habe gerade den Marino gemacht und bin im Wasser gelaufen. Oh lol. Glaubst du, Paper Mario 2, also die originale Retail-Version, dass die jetzt günstiger wird? Nein, absolut nicht. Nein. Okay. Ja, dann. Ja, denke ich auch nicht. Wir können noch an einen Ort gehen. Kommst du mit? Ja, ich komme. Wir brauchen keine Bomben dafür. Ja. Kommt mit, Jungs. So. Wirf einfach deine roten Pikmin auf diesen Gegner auf die Augen, dass er nicht angreifen kann. Okay. Wirf! Okay, ich habe nur 9 gelbe für die Wand hier. Ich habe 22. Werf drauf. Oder nee, lass abtransportieren. Oder lass das gleich abtransportieren, den Gegner mit den übrigen gelben. Nachfrage wird doch sinken, oder ist die Nachfrage schon bei 0? Wenn überhaupt, wird das Spiel neue Fans bekommen und Leute wollen auch die Originalversion haben als Sammlerstück. Ja, ich denke, es wird sich genau nichts verändern, vor allem... Die das Spiel verkaufen wollen, die wollen ja trotzdem einfach viele Kohle dafür, deswegen. Und die sind fertig, die gelben Jungs. Lass die gelben auch den Typen da transportieren. Ja. So. Dann lasse ich dich hier vorgehen. Aus keinem bestimmten Grund. Okay, ich habe Angst, dass du... Nein, ich habe überhaupt keine Angst, dass du einfach so mich Vortritt gibst, so. Ah! Was zur Hölle? Ich hab mit allem erwartet, aber nicht mit... Zotteliges Langbein. Greifst du die Gelenke an, fallen die Haare ab. Ohne Haare so schutzlos. Einfach illegal, aber mit Nintendo. Ja, glaub, das der besteste beschreibt für dieses Viech, Alter. Was soll ich da machen? Nein, halt das sind auch so 5 Pikmin gefreckt, Alter. Du hast halt gejumpscared, nicht meine Schuld. Fuck! Ja, ich bin nicht besser als du. Was soll ich jetzt machen?
Gib dir noch, ich kann dir noch ein paar geben. Digga. Weil ich hab deine ganzen gerufen. Ah! Scheiße. Oh. Wir sind so schlecht. Oh nein, eigentlich ist der Boss nicht schwer, weil der mit Steinen super free ist. Der kann halt Steine. Beine. Ja, du musst auf die Beine werfen, dass die daran hochklettern. Oh lol. In jedem, siehst du da diese Zottel-Gedönse? Die musst du kaputt machen. Du kannst schon mal rüber gehen. Auf die andere Seite. Okay. Schmeiß mich rüber. Nicht hier, du musst den Außenweg gehen. Ah, okay. Ich komm mit. Weiß nicht mal, ob es doch zeitlich reicht. Ah ja, mal schauen. Charge die Steine an die Beine. Geworfen bringen die nichts. Nur gecharged. Ach so. Fuck! Okay, gut. Zum Glück habe ich nur die Steine gecharged. So, die roten da. Ich habe wieder ein gelbes verloren, natürlich. Jo, wie schnell die da hoch. Er kann die Steine halt nicht zerstampfen, das ist das Gute an denen. Oh, das ist wirklich praktisch. Ja, die sind noch hochgekommen. Okay, jetzt wurde er zum kahlen Langbein. Das heißt, wir gehen wieder rum, weil er jetzt auf die andere Seite wieder geht. Und jetzt können wir seinen Orb in der Mitte angreifen. Oh mein Gott. Und alle sind gestorben aus unsere Steine gefühlt. Scheiße. Scheiße, das wollte ich nicht. Du hast die roten gechargt. Nein! Ich habe aus Versehen gechargt, ich wollte schmeißen. Er ist tot. Ich will abtransportieren. Das ist so schmerzhaft. Okay. Wer noch welche? Die sind da irgendwo. Da ist eins. Geh mal zur Basis und ruf die Pikmin zurück. Okay. Warte, hier bei der Ultramotivierpflanze habe ich noch welche. Die kann ich zu mir rufen. Haben die jetzt die Kiwi? Ach, oh. Diese. Egal. Komm schon, nehmt. Ach, wo fehlt denn jetzt noch einer? Ach, da. Ja, da. Da kommt er. Ja, dann wird zwei Boss an einem Tag geschafft. Pflück noch die Pikmin hier eben. Mit mir. Ah, ja, stimmt. Und wir haben uns beide gleich schlecht angestellt. Ich bin beeindruckt. Bin super begeistert von uns. Diese die Langbeinbosse überfordern mich in jedem Pikmin-Spiel. Das ist schrecklich. Ich hasse sie. Oh Gott, die hat sie in jedem Spiel. Oh. In jedem Spiel gibt es einen Langbeinboss. In manchen sogar mehrere. Oh. In dem Spiel sind die optional. Aber... Oh Junge. Oh Junge. Oho. Guck dir den Zungenpunktkäfer an. Ich liebe die. Die sind lustig. Wundervoll. Diese glubschigen Augen und dieser Rüssel. Yo, Alter, diese Beute. Was Neues entdeckt. Ich bin auf den Geschmack gespannt. Der wässrige Titan. Versaften. I will commit my current charges to the repository. Viel Spaß. 15 Arten gesammelt. Woo! Yeah. Nun reicht das noch nicht, um ganz Koppel zu versorgen. Wir brauchen mehr. Mehr! Mehr. Jedenfalls ein wässriger Titan. Er wurde aufgesplittet in mehrere kleine Teile. Wässriger Titan ist ein passender Name für eine Wassermelone.
Was ist ein passenderer Name für eine Wassermelone? Was? Wässriger Titan ist ein passender Name für eine Wassermelone. For real, das stimmt halt wirklich. Vor allem aus der Perspektive der Pikmin-Leute, die halt winzig sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kürbis aus Pikmin 4 heißt. Der war auch sehr fett da drin. Ja. Sternimitat. Was? Sternimitat? Okay. Sternimitat. Ist ein Fake-Stern. Okay. Achso, Sternimitat. Ich dachte gerade so... Oh, hä, was soll ein... Ich kann Wörter gar nicht trennen. Was soll ein... Ehrenimitat sein? Ein Sternimitat? Oh mein Gott, je mehr ich es lese, desto dümmer fühle ich mich. Das sehe ich auch. Und natürlich haben wir auch noch ein Perlsaft-Depot. Wieso ist dieser... Egal. Jo, wir haben Lean bekommen. Das wollte ich gerade auch sagen. Warum ist das lila geworden? Macht überhaupt keinen Sinn. Farbenmischen, Marino. Gelbsaurier. Magst du Gelbsaurier? Ich bin großer gelber Saurier-Fan. Vor allem, wenn sie dicke Nasen haben. Ja, gelbe Nasensaurier. Und die verkleidete Delikatesse. Die verkleidete Delikatesse. Pikmin-Schatznamen sind lustig. Vor allem Pikmin 2. Da hast du irgendwie 80 Schätze oder 100, ich weiß, 200? Ich weiß es nicht genau, wie viele. Im Fall eine Menge Schätze, die haben alle unterschiedliche Namen und die sind alle Jokes. Oh mein Gott. Lass uns das mal schmecken. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. Einige der Fruchtnamen sind auch aus Pikmin 2 übernommen. Die Erdbeere ist zum Beispiel die Sonnenkernbeere und so hieß sie zum ersten Mal in Pikmin 2. Jetzt haben wir weniger rote Pikmin. Mann, wer wohl rote Pikmin hat sterben lassen? Ich nicht, nein. Keine Ahnung. Wir haben das von der Riesenkreatur verschluckte Kommunikationsterminal geborgen. Ich überlasse es dem jungen Alf, das darin enthaltene Empfangsgerät mit dem Kommunikationssystem der Drake zu verbinden. Die Kreaturen auf diesem Planeten verschlucken wirklich alles. Sogar einen zähen Captain wie mich. Dabei, jetzt geht mir der Platz aus. Mädchen muss bei E-Mail auf die Kilobyte-Anzahl achten. Einfach... Bei dem Statusbericht. Ich wollte einen Tweet posten. Der wollte aber einen Tweet posten, das ist auch scheiße. Ah, nur 42 Zeichen. Dann muss ich wohl Twitter Blue kaufen. ich hasse eigentlich Elon Musk. Big Nose hat auf E621 über 1k Post. Ich meine, was? Ich kenne das nicht. Was war nochmal E621? Furry Porn Seite. Let's go. Oder sind jemand am Weißen? Nach Südamerika oder wie? Zum Fluss der Veränderung. Let's go. Leute, das ist Captain Olimar, dieser Außerirdische von Hokotate. Sind hier nicht alle außerirdisch? Ein bisschen. Gott bestimmt und sicher hat er auch mit unserem Übersichtsschlüssel. Hat er auch unseren Übersichtsschlüssel? Ich weiß nicht. Was, wenn er es auf unsere Vorräte abgesehen hat? Du bist die Einzige, die es auf unsere Vorräte abgesehen hat. Keine Angst, Brittany. Falls etwas passiert, werde ich sie mit meinem Leben. Ja, das ist ja alles klar. Mach uns auf den Weg. Monoatriumglutamat. Das ist MSG. Ach nee, Mononatriumglutamat. Was auch immer. Egal. Willst du zum Title-Screen zurückkehren, damit du eine Abmoderation machen kannst? Ja, ja. B. Nein. Nein. Kannst du Plus zum Titelscreen machen? Ja. Zum Titelbildschirm. Ne? Achso, ja, A und B, stimmt. Ja, Klassiker. Leute. Vielen Dank, dass ihr mit mir Pikmin gespielt habt und wir machen das bestimmt in 2 Monaten nach Pikmin 5 Release weiter. Jo. Wir sind, glaube ich, ungefähr halb fertig mit dem Spiel. Jo. Pikmin 3 ist nicht sonderlich lang. Aber wir sind schon bei der Hälfte. Pikmin 3 lebt halt davon, dass du es immer wieder durchspielst und wesentlich effizienter mit deinem Zeitaufteilung wirst. Okay. Pikmin 4 ist ein wesentlich längeres Spiel, zum Beispiel. Oh, krass. Okay. Ja, dann, hoffe ich, es hat euch gefallen und bis dann. Bis dann, Leute. Und ciao. Ciao. Kakao.